Was jetzt? Für Diabetiker. Hörst du? Oskar, der Reis ist gleich am Rand. Moment. Oskar, ich habe kaum noch Wein im Regal, aber wenn du stark beschäftigt bist, dann gib mir den Schlüssel. Ich hole ihn mir selbst. Moment. Wieso Moment? Du brauchst ihn mir doch nur zu geben. Ich habe einen Sack auf dem Buckel. Wie soll ich mir denn da in meine Tasche greifen? Ich habe nämlich von Natur aus nur zwei Hände, nicht vier. Mal. Sag mir wenigstens, was du gemalt hast. Dann schlage ich vor, wenn du zu mir kommst, sagst du. Wieso, wohin komme ich denn? Ins Weinlager. Wie stellst du dir das vor? Du musst nur einfach hinkommen. Ladinka, wiege für den Herrn 100 Gramm ab. Ja. Du, ich warte dann auf dich. Dürfte es ein kleines bisschen mehr sein? Oh, bitte. Es sind 300 Gramm geworden. Oskar! Ich habe mich inzwischen beholfen. Ich komme nachher. Ach, ich bring's schon hin. So wie ich die Zeit dafür habe. Aber bestimmt nicht vergessen, ja? Ich doch nicht. Pack die Ladung rot und erst mal hierher. Ist dir was kaputt gegangen? Nichts. Jetzt bist du ja doch hier. Ich freue mich. Aber ich muss gleich wieder gehen. Und ich dachte, warum denn nur? Immerhin könnte mich jemand suchen. Und wenn schon, das macht nichts. Hier werden sie dich bestimmt nicht finden. Einen guten Tag und Freude an der Arbeit. Und womit kann ich dienen? Ich bin nicht hier, weil ich etwas kaufen will. Ich will mich nach unserer Lada erkundigen. Ah, Sie sind die Mutter, Frau Zürichkomme. Sehr richtig, ich bin die Mutter. Ist meine Lada nicht da? Doch, sie ist da. Sie musste bloß mal nach hinten, um nach Ware zu fragen. Tschuschka, lauf mal und such Lada. Ihre Mutter ist hier. Guten Tag. Ich sage ihr, sie soll sich beeilen. Danke. Naja, also, ich hoffe doch, dass Sie mit meiner Ladjen gerade zufrieden sind. Sie ist von Haus aus ein sehr fleißiges Mädchen. Sie ist auch hier hervorragend. Ja. Ich bin nur aushilfsweise an diesem Stand, aber ich weiß, dass alle sehr zufrieden sind. Na, das habe ich erwartet. Sie wollte ja nicht ins Fleischergewerbe. Nein. Schneiderin wollte sie werden. Davon hat sie geträumt. Schneiderin. Immer nur Schneiderin. Aber mein Alter hat dann ein Machtwort gesprochen. Wir haben nämlich keinen Sohn, müssen Sie wissen. Und einer muss halt das Handwerk übernehmen. Also... Oma, haben Sie nicht die Lada gesehen? Nur für dich bin ich noch lange keine Oma. Und wo ist denn die Lada? Weiß ich doch nicht. Ich danke vielmals. Oma, war die Lada vielleicht hier? Nein, die war nicht hier.
Habt ihr eine Ahnung, wo die Lada ist? Wir haben sie noch nicht gesehen. Ich glaube, die finde ich nie. Da darfst du nicht hier suchen, du musst rüber ins Lager gehen. Ich verstehe nicht, wieso ins Lager? Die Lagerverwalter halten sich im Lager auf. Aber Lada ist doch kein Lagerverwalter. Kindchen, denk doch mal ein bisschen nach. Worüber soll ich nachdenken? Wenn dir nichts einfällt, kann ich dir auch nicht helfen. Lagener! Ladia! Was ist denn passiert? Dass ich das nicht begriffen habe, sie meint Oskar! Was ist los? Hast du es gehört? Hm? Was ist das? Ach, nichts von Bedeutung. Wahrscheinlich werde ich von niemandem besucht. Du wirst von niemandem gesucht? Hm? Von wem denn? Keine Ahnung, ich werde dauernd gesucht, den ganzen Tag. Ich bitte dich, komm, wir müssen gehen. Warum denn? Sag mir eins, bleibst du heute Abend hier? Ich hab's satt, immer bis zum Bahnhof zu laufen und zu winken, wenn du im Zug sitzt. Bitte sei doch nicht böse. Du kannst doch hier bleiben und deiner Mutter sagen, dass du bei einer Freundin schläfst. Da kennst du meine Mutter schlecht, das erlaubt die niemals. Ach, du bist doch über 20. Das ist dir egal. Dann fahr ich mit raus und red mal mit ihr. Ach, das geht schon gar nicht. Na dann, was soll aus uns werden? Ich habe nur immer Angst, dass sie hier in Prag in schlechte Gesellschaft, na, ich meine, an einen üblen Burschen gerät. Und dann würde doch gleich alles vorbei sein. Ein schlechtes Mannsbild ist von allen Krankheiten die schlimmste. Ehrlich, ich kann sie nirgendwo finden. Sie kann sich doch nicht in Luft aufgelöst haben. Du musst noch richtig nachsehen. Aber das habe ich ja. Auch im Umkleideraum und auf der Toilette. Überall. Sie ist kein kleines Kind, das verloren geht. Das würde ich auch meinen. Und doch ist sie wie vom Erdboden verschluckt. Na gut, jetzt schmeiße du mal den Laden, jetzt gehe ich sie suchen. Hm. Noch ein klein wenig Geduld, es gibt so viele Flecke, wo sie sein könnte. Arbeitet bei euch hier ein gewisser Oskar? Oskar? Nein. Ach, der im Lager. Kennen Sie ihn denn? Und ist er heute auch hier? Er müsste hier sein. Ja, ja, sicher. Und wo finde ich diesen Herrn? Tja, überall. Ja. Oskar ist überall. Na? Dann werde ich nach ihm suchen. Aber Sie sitzen so bequem, ich gehe. Und wer verkauft dann inzwischen die Fleischwaren? Oskar! Mädels, habt ihr nicht die Lada gesehen? Nein. Oma, Sie auch nicht? Nein, habe ich nicht. Wo steckt denn der Lagerverwalter? Ach, sag doch mal, ist bei euch vielleicht die Lada? Nein, die war nicht hier. Schönste aller Frauen, wo steckt denn bloß euer Lagerverwalter? Ach, das würde ich auch gern wissen. Ich brauche ihn, dass er mir Wein rausgibt. Kinder, ich muss noch andere Kaufhallen anfahren. Also weg kann sie nicht sein. Ich habe mir im Schrank nachgesehen. Ihr Mantel hängt noch da. Die braucht keinen Mantel. Der ist jetzt heiß genug. Was ist denn sowas möglich? Vielleicht sagt mir hier endlich jemand, wo diese Niete von Lagerverwalter herumkriegt. Ich habe überall nachgefragt, aber nirgendwo eine Spur von ihr. Da ist lediglich noch das Weinlager, wo ich nicht war. Aber was soll sie denn dort? Seien Sie so freundlich. Zeigen Sie mir den Weg zum Weinlager. Ich muss jetzt gehen. Ja. Und du sollst mich nicht immer so ansehen, wenn du vorbeigehst. Wie sehe ich dich denn an? Na, du weißt schon. Ich kann dich aber nicht mehr anders ansehen. Du wirst dich dran gewöhnen müssen. Na, meinetwegen. So, und jetzt sei lieb und schließ mir auf. Geh erst mal allein raus. Ich komme da ein bisschen später nach. Ist da jemand? Oskar, die wissen, dass wir hier sind. Ach, die probieren es nur mal. Aufmachen, wenn jemand drin ist. Niemand hat was entdeckt. Die versuchen es bloß, dann lassen sie es. Ladjenka, du machst sofort auf und kommst heraus. Unsere Mutter. Komm sofort raus, lange warte ich nicht mehr. Was macht denn unsere Mutter hier? Ich werde alles dicht machen, die können uns gar nichts. Da schiebt jemand Klamotten durchs Kabuff, hört sich verdächtig an. Ja, Bagage! Nicht das ist die letzte Warnung, oder es setzt was? Es war mir gleich unheimlich, als sie jeden Abend mindestens dreimal von irgendeinem Oskar sprach. Aber jetzt zwei dazwischen! Das ist doch zu blöd. Oskar und Lada haben sich im Lager eingeschlossen. Dummerweise ist ihre Mutter gekommen. Sind die verrückt? Solche Späßchen treibt ein vernünftiger Mensch doch erst nach Feierabend. Diese Tür muss aufgebrochen werden. Die Kosten übernehme ich. Immer noch ah, keine Sorge, wir sind ja ganz leicht. Ja, ich verlaufe sie. Aber wie ich zu meiner Tür komme, dann fragt man dann das Haus. Ich weiß nicht, ich muss jeder wohl genug zu tun, also abfangen.
Sie gehen zu ihrem Stand, Sie gehen an die Kasse und Sie gehen zu ihrem Flaschen. Und du lädst an der Rampe ab, was du gebracht hast. Und was haben Sie hier zu suchen? Ich rühre mich nicht vom Fleck, bis ich meine Tochter wiederbekommen habe. Sie bekommen Ihre Tochter wieder, hier verschwinden keine Töchter. Aber der gute Ruf einer Tochter ist hier schnell weg. Unser Kollektiv ist moralisch sauber, das möchte ich mal betont haben. Im Übrigen können Sie keinesfalls hier bleiben, hier ist für Unbefugte der Zutritt verboten, also bitte. Geben Sie mir die Ladjena, dann werde ich sofort gehen. Auch meine Geduld ist irgendwann mal zu Ende. Zwingen Sie mich nicht, Gewalt anzuwenden. Ich habe gesagt, ich gehe nicht und ich gehe auch nicht. Wie gesagt, auch meine Geduld ist nicht unbegrenzt. Und Sie bilden sich wohl ein, ich lasse mir alles gefallen. Sie wollen sich doch nicht mit mir rumprügeln. Herrgott, ich will ja nur mein gutes Recht bekommen. So reichen Sie gar nichts bei mir. Du! Sie dürfen Ladjenka nicht schlagen, ich bitte Sie. Du hast mir um gar nichts zu bitten, du Lümmel. Marsch fort mit dir und du nimmst deine Mantel, die Schuhe und die anderen Sachen und dann gehen wir. Was heißt denn gehen wir, liebe Frau? Noch ist nicht Feierabend. Von wegen hier ist noch nicht Feierabend. Für uns ist Feierabend. Für immer. Ich lasse meine Ladjenka nie wieder in ihren Sauladen gehen. Was denn nun? Also sagen Sie mir bitte, was mache ich denn jetzt? Das würde ich selber gerne wissen. Ja. Guten Tag. Einen schönen guten Tag. Ich hoffe, dass Sie nicht schon lange Nein, waren. Nein, überhaupt nicht. Wir hatten hier ein kleines Betriebsdrama. Ach du lieber Schreck, da geht's schon weiter. Sie lassen Ihre Finger davon. Aber es ist doch ziemlich schwer. Damit wir alles besser lassen, wir begrüßen wir nie vergessen. Vorwärts, Ladjenka, dass wir es endlich hinter uns haben. Wenn Sie mich erst näher kennen, denken Sie gleich besser Nein, über mich. Nein, das Bild der Schande verreibst du nicht mit Sand. Das bleibt an dir hängen. Wer ein unschuldiges Mädchen verführt, der sieht immer hässlich aus. Aber wieso denn verführt? Und da ist doch gar nichts gewesen, außerdem will ich Sie heiraten. Ach, denkst du denn, ich habe keine Augen, um zu sehen? Und wenn nichts gewesen ist, warum habt ihr dann die Tür nicht aufgemacht? Du musst nicht hier herumstehen und lange Ohren machen. Das ist doch nichts für dich. Aber und komme ja nicht zu uns. Und solltest du es doch wagen. Ich sage dir, du fliegst sofort wieder raus. Oh Gott, du schamloser Kerl, du schamloser. Oh Gott, verflucht. Keine Bange, Oskar, das geht wieder vorbei. Die Ladjenka kommt schon wieder zurück. Oh, Sie brauchen mich nur wirklich nicht zu trösten. Gerade Sie brauchen das nicht. Sie haben mir doch alles eingerührt. Ja, aber wieso denn ich? Ja, wer wollte denn dauernd ins Weinlager? Wer denn wohl? Dabei habe ich Ihnen gesagt, warten Sie einen Moment. Aber Sie konnten ja nicht warten. Sie nicht. Aber ich habe gewartet, Oskar, ich habe. Ja, ja, natürlich. Eine Weile haben Sie gewartet. Aber dann der Alten aufs Brot geschmiert. Das ist nicht wahr. Ich habe zu keinem Menschen ein Wort gesagt. Oskar, glauben Sie mir doch, ich habe wirklich nichts gesagt. Jetzt nicht auch noch schwindeln. Jetzt nicht auch noch schwindeln. Von irgendjemandem muss sie es ja wissen. Da sehen Sie es. Darf man fragen, was eigentlich geschehen ist? Er hatte sich mit einem Mädchen eingeschlossen. Ausgerechnet da ist die Mutter gekommen und hat die beiden erwischt. Sie sollten nicht so böse auf ihn sein. Er ist ganz durcheinander. Das bin ich gar nicht. Überhaupt nicht. Er tut mir nur furchtbar leid. Soll ich zu ihm gehen und ein paar Takte mit ihm reden? Und was wollen Sie ihm sagen? Das weiß ich selbst nicht. Ich wollte Ihnen helfen. Wollten Sie etwas einkaufen? Ja, ein paar Sachen fürs Abendessen. Und was fürs Frühstück? Soll es ein kaltes Abendessen werden? Ja. Soll ich Ihnen was aussuchen, wie immer? Ich bitte darum. Michala! Ahoi. Guten Abend. Guten Abend. Mami, ich komme dann gleich nach oben, ja? Willst du uns nicht bekannt machen? Das ist Bogdan, das ist meine Mutter. Ich freue mich. Vielen Dank, ebenfalls. Sag mal, willst du deinen Freund nicht nach oben bitten? Ich kann leider nicht, muss gleich weg. Aber wenn nicht heute, dann würde ich Sie gern später mal bei uns begrüßen. Übermorgen, wenn nicht schlechter, hat Michala kein Training. Ja, übermorgen sehr gern. Also abgemacht, dann übermorgen. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Dein Bogdan ist ein sehr sympathischer Junge, finde ich. Ich glaube auch, dass er recht intelligent ist.
Jedenfalls macht er den Eindruck, wenn man ihn so sieht. Du hast ihm aber auch gut gefallen. Mami, komm. Beim Essen wirklich geredet? Sehr richtig, Petja. Beim Essen darf nicht geredet werden. Oskar, wenn du so weitermachst, übernimmst du dich noch. Hör zu, Olina, ich müsste ganz kurz was mit dir bereden. Ich habe schon gehört, du hattest dir gestern eine Supershow. Wie man sagt, war es eine ganz heiße Nummer. Es war reichlich trübe für mich und Ladjenka ist heute früh ja nicht mehr angetanzt. Und ich war wieder wie üblich nicht dabei. Passiert selten was in diesem Schuppen, aber wenn was passiert, habe ich die andere Schicht. Olina, ich müsste eigentlich bald zu ihr rausfahren. Wenn du meinst, na dann fahr doch zu ihr raus. Aber danach musst du mir genau erzählen, wie es war. Haben Sie Cremerollen? Falls wir Cremerollen haben, liegen sie im Regal. Und wenn keine da sind, haben sie eben Pech. Aber ich kann da nicht so alleine hinkommen. Es müsste schon irgendeine Frau dabei sein. Wieso muss denn eine Frau dabei sein? Wieso? Da ist der Vater, sind die Brüder, ist der Hofhund. Also muss jemand als ihre Freundin ins Haus gehen und sie zu mir rausholen. Und du meinst, das soll ich sein, diese Freundin? Oh ja, du bist doch immer voll da. Du kriegst das eiskalt hin, es gibt keine bessere als dich. Und wann willst du da rausfahren? Heute Abend. Ach, dann tut es mir sehr leid, heute ist das einfach nicht drin. Heute will ich mich mit einem ganz tollen Typ treffen. Ist ein Schwachstromingenieur. Er fährt einen ganz irren schwedischen Wagen, der Scheibenwischer an den Scheinwerfern hat. Oh Mensch, das ist ja ganz fantastisch. Das ist ganz fantastisch. Die wohnen nämlich 40 Kilometer vor Prag. Und ich habe bisher noch nicht gewusst, wie ich da rauskomme. Oskar, da muss ich dich leider enttäuschen, das geht nicht. Warum nicht? Französischen Käse haben wir im Moment nicht, aber nehmen Sie dafür doch Platina Gold. Der ist genauso, bloß billiger. Warum nicht? Dieser Ingenieur ist nicht pflegeleicht, der Mann ist unheimlich empfindlich. Diesmal schleppt er mich mit, damit ich vor seiner Familie Eindruck schinde und sie mich in ihren Kreis aufnehmen. Das ist unheimlich wichtig. Immerhin musst du bedenken, das habe ich in mühsamer Kleinarbeit schon seit Weihnachten vorgebastelt. Das kann ich jetzt nicht einfach verschieben. Aber wenn du warten würdest, nächste Woche, da würde es sich gut machen lassen. Ja, ich will ja zurück. Der war Ringkämpfer. In der Mannschaft vom Kohlenlager. Erst nächste Woche, das halte ich nicht aus. Ich bin ja schließlich auch nur ein Mensch. Es tut mir leid, Osarek, aber ich bitte dich, denk dabei auch ein bisschen an mich. Ich bin schon fast 22 und noch immer ohne festen Mann. Tiefländer ist noch nicht eingetroffen. Kommen Sie nachmittags vorbei. Guten Tag, Oskar. Na, wie geht's uns denn? Ahoi, Olli. Also der Oskar. Also der ist ja fix und alle. Er will unbedingt da rausfahren und sich ein paar einfangen. Ladjena ist nicht gekommen. Ach wo, mit der ist doch vorbei. Ihre Mutter ist dabei, Ladjas Jungfernschaft vor der ganzen Welt zu behüten. Und ich fürchte auch vor Ladjenka selber. Ich möchte ihm ja gern helfen, aber wie? Jetzt belatschert er Susanna. Aber sinnlos. Das schafft er niemals. Der findet keine, die mit rausfährt. Er sucht jemand, der Ladjas Mutter überredet? Direkt hat er es nicht gesagt. Ich habe auch mal einen Menschen gesucht, der mir hilft, meine Mutter zu überreden, dass sie nicht mehr so gegen meinen Mann ist. So? Und jetzt? Tut's Ihnen leid, dass sich jemand gefunden hat? Nein. Mutter vielleicht, mir überhaupt nicht. Wieso? Es hat doch ein schlechtes Ende genommen. Wenn ich diesen Mann nicht getroffen hätte, dann hätte ich nicht so viel Schönes erleben können. Ich hätte nicht meine Tochter, meinen Sohn. Ich hätte nicht einige Menschen, die ich sehr gerne habe. Na, was soll ich denn da bereuen? Hier, bitteschön. Oskarek. Ich möchte etwas mit Ihnen besprechen. Nur, dass ich keine Zeit für Sie habe und ich werde nie Zeit haben. Aber ich habe Zeit für Sie, Oskar. Was wollen Sie mir erzählen? Dass ich mit Ihnen fahren will. Und, wohin fahren? Na, das ist aber eine Frage zu Ladjenka natürlich. Oh, jetzt haben Sie sich bekleckert. Stimmt das? Sie würden wirklich damit rauskommen? Ja, allerdings habe ich kein Auto. Ach, das macht doch nichts. Ein Auto lässt sich anschaffen. Sie würden wirklich mitkommen, ernsthaft, ja? Oskar, Sie kennen mich doch. Und warum machen Sie das? Ich habe doch bei Ihnen was gut zu machen. Na, dann... Dann renn ich mal los, um uns ein Auto zu besorgen. Guten Tag.
Guten Tag. Gibt es etwa weitere Komplikationen? Nein, ich habe mich nur zu einem kleinen Ausflug verabredet. Das ist alles. Doch, wohl zu dem Mädchen. Ah ja. Und nun fehlt noch ein Auto, nicht wahr? Hm, das stimmt. Sie können ihm sagen, das Problem ist gelöst. Das Auto steht. Ich habe ein Auto. Ja, ich weiß. Ich werde Sie beide hinfahren. Ein wahrer Menschenfreund. Und dafür bedanke ich mich. Also abgemacht. Na klar. Bist ein feiner Kumpel. Ja. Ahoi. 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 Oskar, haben Sie schon was? Bis jetzt den Dreitonner für alle Fälle und ich suche weiter. Das brauchen Sie nicht mehr. Das Problem ist gelöst. Wir haben einen Skoda. Wieso war er? Dort steht er. Wer ist das? Genau weiß ich das eigentlich selber nicht. Sie kennen ihn aber, hm? Eigentlich auch nicht. Warum will er uns dann hinfahren? Machen Sie sich keine Sorgen. Hauptsache, das Ding hat vier Räder, hm? Dafür muss ich ihm bestimmt ein ganz schönes Paket hinblättern, was? Ich glaube nicht, dass er das will. Na, das wäre ja auch gar nicht die Frage. Und wenn es mich 5.000er kosten würde? Die Sache ist mir das wert. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie ich mich freue. Oh doch, das kann ich. Wir müssen allerdings unterwegs alle Fenster im Wagen aufmachen, damit ordentlich entlüftet wird. Ich habe nämlich aus Versehen gleich eine ganze Flasche Kölnisch Wasser über mich gekippt. Und das würde die Mutter dann sofort umhauen. Haben Sie nicht gesagt, dass Sie sich mit der Familie gar nicht treffen wollen? Ich bin wirklich nicht scharf darauf. Aber wenn die Alte zufällig dazukommt, der Mensch muss schließlich mit allem rechnen. Geht denn das überhaupt, mit allem zu rechnen? Noch nicht fassen. Fahren wir wirklich? Ja, wir fahren. Aber Vorsicht! Ich darf mich nicht vorher so freuen, sonst bin ich am Ende noch enttäuscht. Haben Sie keine Angst, die Lada wird sich schon nicht enttäuschen. Ja, das stimmt. Und auf die anderen, auf die kommt es schließlich nicht an. Nein, auf die kommt es nicht an. Die können mir gestohlen bleiben, den Buckel können sie mir runterrutschen. Hey, stopp! Was ist los? Stopp den Wagen wenden und sofort zurückfahren. Ja, warum? Ich habe meine Bücher zu Hause vergessen. Was denn für Bücher? Na, alle meine Sparbücher. Und die sind wichtig. Ich muss doch beweisen können, dass ich keine taube Nuss bin. Dass ich absolut in der Lage bin, eine Familie zu ernähren. Aber Sie kommen doch nicht wegen der Bücher, Oskar. Das ist noch gar nicht so ganz sicher. Außerdem gehen die übrigen Sie nichts an. Das haben Sie selber auch gesagt. Auch das ist noch gar nicht so ganz sicher. Ich würde am liebsten alles in Ruhe klären. Nur wenn das nicht geht, na dann bitte. Und dazu sind die Sparbücher so wichtig. Ob die wichtig sind? 28.000 Kronen wären nicht wichtig? Das ist ja gut und schön, aber wir... Also, wollen wir nun zurückfahren, oder? Ja, das wäre sehr freundlich. Ich danke Ihnen vielmals. Die Scheinwaffe aus, die Scheinwaffe ausmachen. Das da ist das Haus. Am Zaun, da steht ein Nussbaum. Daran erkennt man's. Ziemlich dunkel hier. Das Beste, Sie fahren ein Stück weiter. Ich sehe inzwischen mal nach. Ich gehe erst mal rein, für alle Fälle. Na, aber haben Sie gar keine Angst? Die werden mich schon nicht auffressen. Aber zur Sicherheit, Sie können ja ein Stück vorfahren. Und wenn was sein sollte, Sie müssen nur pfeifen. Ich bin sofort da, wie die schwarze Hand. Guten Abend, Ladjenka. Ja. Guten Abend. Guten Abend. Du bist allein im Haus? Ja. Unsere Leute, die holen gerade Fliesen. Wir wollen ein Badezimmer bauen. Dann könnte ich dir also jemanden hereinbringen. Ja, ja, vielleicht, ich weiß nicht. Ich rufe ihn. Nein! Wo ist er? Er steht vor dem Haus.
Ich wollte gerade an ihn schreiben. Einen Brief. Den kannst du ihm gleich persönlich übergeben, hm? Ich bitte Sie sehr. Was soll ich denn nun machen? Lada, du hast ihn doch gern. Sehr? Die werden es vielleicht komisch finden. Aber es ist nun mal so. Oskar ist mein erster Freund. Was soll daran komisch sein? Na, weil ich bin doch schon 22. Ach, du Dummerchen, das ist doch wunderbar. Halt ihn fest und lass ihn nicht mehr los. Die Unsrigen wollen es aber nicht. Du willst ihn doch heiraten, nicht sie, hm? Wenn es doch nur nicht so schwierig wäre. Ja, ich weiß. Immer wird's schwierig sein. Ich sag ihm Bescheid. Was war los? Warum kommen Sie ewig nicht wieder? Ich habe verhandelt und bringe für Sie ein Einreisevisum. Visum? Was für ein die Visum? Die Tür steht Ihnen nur offen, sie hält. Schmeißen Sie mich nicht raus? Da sie allein ist, kann sie auch niemand rausschmeißen. Ja? Ja, sie ist wirklich allein. Na ja, dann gehe ich. Aber da ist noch was. Hoffentlich schmeißt sie mich nicht raus. Wie ist das? Will sie ihn haben? Ob sie ihn haben will. Aber will sie ihn auch so sehr, dass sie keine Angst mehr vor Schwierigkeiten hat? Sie denkt nicht daran, im Moment nicht. Daran sollte der Mensch immer denken. Ich würde sagen, besser nicht, sonst verändert er nie etwas. Aber er sollte über sich selbst Bescheid wissen. Irgendwann weiß man das auch mal, aber bis dahin muss man eben seine Erfahrungen sammeln. So lernt er es schließlich sogar, Entscheidungen zu treffen. Und wird es dann dadurch leichter für ihn? Nein, leichter wird es nicht, vor allem, weil er dann auch an andere denken muss. Aha, zum Beispiel an seine Kinder. Ja, die bringen Verantwortung. Dann sollte man sich vielleicht vor sich selber niemals Kinder anschaffen. So schlimm ist es nicht, Kinder können sehr vernünftig sein. Also auch dieser Mensch kann dann manchmal frei über sich entscheiden, kann diesem ausweichen und zu jenem, was gut für ihn ist, ja sagen. Ist noch etwas Platz für unser Gepäck frei? Unser Gepäck? Euer Gepäck? Unseres. Wir fliegen nämlich aus dem Familiennest. Entschuldigen Sie bitte, Frau Anna, seien Sie nicht böse. Ich bin nicht böse und ich habe nichts zu entschuldigen, Lada. Das sind meine Leute. Hin sein. Ladjena! Ladjena! Losfahren, volle Pulle mit ganzer Kraft voraus. Die mit ihrem Trecker können unseren Flitzer nicht einholen. Ladjena! Ich kann nicht. Die Mamika sucht mich doch so. Ladjena, wohin willst du? Ich bitte Sie, fahren Sie. Thank you.
Oskar, nehmen Sie das nicht so tragisch. Die Ladjenka kann nichts dafür. Was bin ich Ihnen schuldig? Mir? Nichts. Nichts. Da danke ich Ihnen vielmals. Gute Nacht. Gute Nacht. Dieser Ausflug hat ein trauriges Ende genommen, nicht wahr? Der Junge tut mir leid. Und das Mädchen? Sicher, das tut mir auch leid. Sie haben recht, bei mir kam wieder mal das Weibliche durch. Passiert Ihnen dann und wann auch so etwas? Was? Na, dass Sie sich etwas vornehmen, um es dann wieder zu lassen. Warum fragen Sie? Ich möchte Sie eigentlich von früh bis spät fragen. Wonach? Nach allem. Das lassen Sie lieber sein. Würden Sie mich nach Hause fahren? Müssen Sie nach Hause? Das Ausfragen fängt also schon wieder an. Das Ausfragen hat bei mir keinen Anfang und kein Ende. Müssen Sie nach Hause? Der Kubitschek, das ist ein komischer Kerl. Grüß dich, Michalka. Grüß dich. Petja schläft? Ja. Was ist denn das für ein Film? Da ist eine Frau, die immer allein zu Hause rumhockt, weil der Mann immer in den Betrieb läuft. Sie versteht es ja, aber rennt auch dann hin, wenn er gar nicht müsste. Sonst gibt's nichts Neues? Eigentlich nicht. Wie ist es bei euch gelaufen? Nicht gut. Oskar wollte, dass Lada von ihrer Familie weggeht, aber sie hat dann Angst gekriegt. Da seid ihr allein zurückgekommen? Ja, so war's. War noch jemand mit? Nur wir beide. Und unser Chauffeur, der Besitzer von dem Auto. Ist dieser Mann ein Bekannter von Oskar? Nein. Ein Bekannter von dir? So ungefähr. Kenn ich ihn? Nein, du kennst ihn nicht. Kennt ihn der Vater? Der Vater kennt ihn auch nicht. Woher kennst du ihn? Er kauft bei uns ein. Was hat er verlangt? Nichts. Das ist aber komisch. Ist das nicht komisch? Was findest du denn daran so komisch, hm? Ich meine, nur jetzt verstehe ich, warum du gestern zu Bogdan so nett warst. Vielleicht sieht's jetzt so aus. Ich denke immer an dich. Du musst das verstehen. Wir haben im Moment eine Menge Ärger, man sieht ja kaum noch durch. Allein zum Beispiel die Kollegen. Oskarek, merkst du nicht, wie gespannt ich bin? Also, wie ist es gewesen? Tatsache, es war ganz toll. Verschwinde hinter deinen Ladentisch, oh, ja? Ich verstehe, dass du eine mächtige Wut auf mich hast, aber denkst du, für mich war es leicht? Der Schwachstrommensch war ein harter Brocken. 2000 Volt habe ich gebraucht. Und trotzdem hat er noch nicht Klartext geredet. Oskarek. Du, sehr fein ist das nicht von dir. Nun sag doch, ob alles in Butter ist. Verzisch dich oder ich mach Würstchen aus dir. Sturer Ochse. Ich bitte Sie, sagen Sie nichts zu den Mädchen. Von Ladjenka? Nein.
Überhaupt von allem, was gestern war. Versprechen Sie mir das. Ja, ich verspreche Ihnen das, Oskar, aber ich... Und ich will auch niemals, nie wieder davon hören. Dieser Affe tut so, als ob er seine Zunge verschluckt hätte und ich sterbe fast vor Neugier. Olinka, du musst nett zu ihm sein. Er ist ja völlig am Boden. Heißt das, er hat was einstecken müssen? Die Kundschaft wartet auf dich. Ist er vielleicht sogar von denen verdroschen worden? Vor allem musst du deine Kunden bedienen. Denkst du, ich werde es nicht doch aus ihm herausholen? Geh jetzt bitte an deine Arbeit. In der Stimmung bediene ich nicht gut. Ich werde dich noch mit den Beinen an den Ladentisch binden müssen. Sie machen ein Klima in der Kaufhalle. Wie soll denn da ein Mensch gut arbeiten können? Was? Also bitte? Wir hätten gern 200 Gramm Emmentaler. 200 Gramm Emmentaler. Und zwei Würstchen. Gramm Emmentaler. Und 200 Gramm italienischen Salat. Italienischen. Was wollten Sie gleich? Kompott, Ananaskompott. Was wird aus den Würstchen? Ja, die auch. Ach. Und 150 Gramm Budapester. Bitteschön, das Ananaskompott. Ist das alles gewesen? Noch den Italiener. Und den Budapester. 27. Macht 66,50. Staatliche Handelsinspektion. Das war ein Kontrolleinkauf. Wir werden alles in den Korb zurückpacken, um es exakt nachzuwiegen. Und Kollegin, rufen Sie den Kaufhallendirektor bitte. Wir machen eine Eintragung. Susanna, hol den Chef, wir haben eine Kontrolle. Kollege Karas! Wo ist der Kollege Karas? Was ist denn los? Da ist eine Kontrolle gekommen von der staatlichen Inspektion. Bei wem waren Sie? Bei Ihnen. Das heißt eigentlich bei Olina. Ich hole schon den Chef. Ich bitte um Verzeihung, hab's eilig. Die spinnt. Olina. Die beiden waren von der staatlichen Inspektion. Oh, sag gerade, das ist aber blöd. Ich will bloß hoffen, dass du dich nicht verrechnet hast. Na, ganz sicher, ich war doch nicht voll da. Meine Damen, ihr kommt jetzt mal schön mit. Maria, du vertrittst hier, ja? Bitte. Also, das Mädels, das sind die Genossen von der staatlichen Inspektion, die aufpassen, dass bei uns alles in Ordnung geht. Susanne, du kannst gehen. Das ist die Kollegin Holubowa. Guten Tag. Und hier ist die Kollegin Skamut, der Schauraum. Wer von euch hat bedient? Ich, Anna, fängt erst mit ihrer Schicht an. Nun, dann nehmen wir uns zuerst einmal dem Budapester vor. Also hier fehlen 15 Gramm. Naja, aber schwach genau gesehen. Es sind 15 Gramm, ganz präzis. Sagen Sie, Kollegin, wie konnte das passieren? Oh, vielleicht habe ich irgendwie die Waage angestoßen. So, das halten wir fest. Ich nehme nun den italienischen Salat. Hier haben wir im Gegensatz zu eben 20 Gramm zu viel. Jetzt verstehe ich, sie will zu Oskar ziehen. Habe ich recht? Olina, pass lieber auf. Ach, ich passe ja auf. Beim Italienischen waren es 20 Gramm zu viel. Na also, das gleicht sich doch aus. Was gleicht sich aus? Was beim Budapester zu wenig war? Kollege Karas, ich bitte Sie, darf ich schnell mal weg? Nein, du kannst jetzt nicht weg. Mach dich nicht so breit, du Träne. Oskarek. Oskarek, Sie haben mich zu Hause rausgeschmissen. Die Fische hier müssen sofort verkauft werden. Sie fangen schon an zu stinken. Bei zwei Positionen hat etwas gefehlt, bei zwei anderen wieder war etwas zu viel. Nicht richtig berechnet. Geld macht das? Exakt 4,50 minus. Sie müssen nicht rausgeben. Denkst du, das geht so einfach? Es geht nicht so einfach, das hat ein Nachspiel, bekommst einen Verweis.
Erzähl, Olina, was war denn nun? 4,50 minus ganz exakt wegen so einer Kleinigkeit, so ein Aufriss. Es wundert mich nur, dass du sie nicht erkannt hast. Die Frau hat schon vor 15 Jahren in den Geschäften rumgelungert. Das ist durchaus möglich, nur dass ich vor 15 Jahren leider noch in den Schulhort gegangen bin. Oskar, wo ist die Lage? Ich weiß nicht. Was denn? Sie interessiert dich wohl gar nicht mehr. Genau das, jawohl. Ach, hier bist du. Lajenka, wein doch nicht. Oskar will nicht in mir wissen. Aber Kindchen, das ist nur im Augenblick. Glaub mir, der überlegt sich das noch. Der nicht. Der überlegt sich nicht, für den ist alles vorbei, nicht mal angesehen hat er mich. Du bist also von zu Hause weg. Die Mutter hat mir gesagt, sie wäre mit mir böse, weil ich ihr entgegengetreten bin und deshalb sei es aus. Und für mich wäre kein Platz mehr bei uns. Und du weißt nicht, wo du jetzt hingehen kannst, hm? Na, Ladjenka, wann feiern wir Hochzeit? Hör doch auf zu weinen, Ladjenka. Ist das etwa der Oskar Müller, weil man nicht mehr? Na, der gefällt mir. Den Typ knöpfe ich mir vor. Kollege Karas, einen Augenblick. Auf Wiedersehen. Wie stellst du dir das vor? Es ist eine Schande für die ganze Kaufhalle. Chef, das ist nicht schön von Ihnen. Das Mädchen, das heult wie verrückt. Und Sie lesen mir die Leviten nur, weil ein bisschen Salat gefehlt hat. Wer heult wie verrückt? Die Ladjenka und ist total am Ende. Der hat jemand die Ehe versprochen und will's nicht halten. Sie als Chef müssten mit ihm sprechen. Mit wem denn? Na, mit Oskar. Auf Leitungsebene müssen Sie das lösen. Sie müssen es ihm direkt anweisen. Das ist ja großartig. Du hast eine Vorstellung von staatlicher Leitungstätigkeit. Ich kann doch nicht anweisen, wer mit wem oder so. Dann muss es die Gewerkschaft tun oder der Jugendverband. Du bist verrückt. Überlass das den beiden selber. Na, da kommt schön was bei raus. Oskar Reck, bleib mal stehen. Ich habe dringend was mit dir zu besprechen. Ich aber nicht mit dir. Die Tour zieht bei mir nicht. Nicht bei mir. Ist sie drin? Hm? Wie steht es um sie? Na, wie schon, sie heult. Ob ich vielleicht mal mit ihr reden sollte, man muss sie ein bisschen aufrichten. Warten Sie noch, ich hole erst mal den Oskar. Da müssen Sie anstehen, die Olena ist schon im Lager. Oskar Reck, du gehst sofort zu ihr, sonst erlebst du was. Ich erlebe gern mal was. Oskar, entweder du machst, was ich dir sage, oder alle Mädchen in der Kaufhalle werden dir die Freundschaft kündigen, hörst du? Na, ihr könnt's ja mal versuchen. Ihr braucht mich nämlich, ich brauche euch aber nicht. Du Lump, du hast nicht verdient, dass es das anständigste Mädchen von allen ist. Das hättest du verdient, dass es ein Biest ist wie ich. Von mir würdest du einen Fußtritt kriegen, an den du ewig denken würdest. Bitte, und nun verzisch dich. Du stehst mir hier im Weg. Du bist vielleicht eingebildet mit deiner Nase wie eine Gurke, dass ich so eine nehmen will. Das passiert dir im Leben nicht noch einmal. Du hast eine total verbogene Optik. Du solltest eine Brille tragen, du vergammelter Uhu. Du hast es gerade nötig. Die Brillenträger sind die einzigen, die dich überhaupt ansehen. Ich stehe hoch im Kurs. Lass doch den Unsinn, wir wollen ernsthaft miteinander reden. Gestern hast du Hilfe gebraucht und heute muss man der Lada helfen. Aha, die Lada hat sie hergeschickt. Hat sie nicht und du weißt, dass sie das niemals tun würde. Ja, sicher, das hätte sie niemals getan. Und wenn man sie nicht rausgeschmissen hätte, dann wäre sie auch nicht hier. Ja, vielleicht nicht heute, aber dann vielleicht morgen. Und du wärst ihr wegen gestern genauso böse. Das wäre ich. Und niemand kann das ändern, klar. Hm. Ich verstehe dich ja, Oskar. Irgendwann findest du ein anderes Mädchen und sie einen ja, anderen. Ja, und dann ist endlich Ruhe. Und dann ist Ruhe, darum geht's doch nicht. Um was denn? Ich meine, du solltest dich von ihr trennen wie ein erwachsener Mann und nicht wie ein grüner Junge. Und wie soll ich's machen? Du musst zu ihr hingehen und ihr sagen, dass du dich deshalb und deswegen von ihr trennst. Dann gebt ihr euch die Hände, seid euch nicht mehr böse und wünscht euch noch alles Gute. Thank you.
ganz einfach. Du musst nur den richtigen Rhythmus treffen. Ich gebe gerade privaten Tanzunterricht, Opa Dominik. Na, hast du es schon begriffen? Wenn man es erstmal kann, ist es erheben. Lada. Du willst gehen? Na, gib her, ich helfe dir. Na, gib schon her. Gleich kommt der Wagen mit dem Konditoreiwagen. Der bringt dann alles dorthin, wo du es willst. Die tun mir nicht den Gefallen. Wenn ich sie frage, werden sie es bestimmt tun. Die sind mir doch verpflichtet. Oskarek, bring die Flaschen weg. Ich kann mich da nicht mehr rühren. Ja, gleich. Du hörst, ich muss die Flaschen wegschaffen. Ja, ich weiß. Ich wollte mich noch von dir verabschieden und dir auch sagen, dass es mir furchtbar leid tut, was gestern Abend passiert ist. Mir doch auch. Das hättest du nicht tun dürfen. Das stimmt, ich hätte es nicht tun dürfen. Ich habe mich gefühlt wie ein Hund, der getreten wird. Ich habe die ganze Nacht an dich denken müssen und an das, was ich dir angetan habe. Du wärst nicht hergekommen, wenn dich deine Mutter nicht rausgeschmissen hätte. Die hat mich rausgeschmissen, weil ich ihr gesagt habe, dass ich sowieso zu dir fahren werde. Hast du dir das jetzt vielleicht ausgedacht? Es war wirklich so. Das kann ich aber einfach nicht glauben. Ich weiß ja, dass du es nicht glauben kannst. Sag doch was, dass ich es glaube, Herrgott Sakra. Du hast aber recht, du kannst es glauben. Na, aber wenn du es wirklich gesagt hast, dann habe ich nicht recht. Hast du auch nicht. Na, warum hätte sie dich denn rausgeschmissen? Wenn du es nicht gesagt hättest, das wäre doch Blödsinn. Habe ich recht? Ja, ich glaube auch, dass du damit recht hast. Ah. Und wie geht's nun weiter? Ja? Ich weiß nicht. Aber da kommen die Konditoreiwagen. Ach, was soll's? Ich pfeife auf die Konditoreiwagen. Bald kommen die Fleischer, die Bäcker und andere schwere Wagen, die ich abfertigen muss. Aber zuerst muss ich mit dir klarkommen. Ja? Meinst du, wenn ich eben auf der Rampe gesehen habe, ich werde dich wieder. Wen denn? Den Oskar mit der Leine. Fräulein. Ja? Ein Pfund Emmentaler. Ja, ja. Und sie hocken beieinander, als ob nie etwas gewesen wäre. Was Schlimmes war ja auch nicht. Na, aber. Vielen Dank, es war wunderbar. Und jetzt sollte ich wohl sagen, dass unsere Michala gekocht hat, nicht wahr? Auf keinen Fall. Ich kann nicht kochen und ich lehne es entschieden ab zu kochen. Vorläufig. Für immer. Wenn ich koche, kann ich entschieden wichtigere Programme nicht realisieren. Und was wäre das jetzt? Ich verstehe nicht recht, was sie meint. Dass wir Physik büffeln wollen. Ja, da hat sie recht. Physik, ja. Na ja, bitteschön. Aber ich will, dass wir zuerst Rallye spielen. Schon wieder. Heute haben wir es noch gar nicht gespielt. Nur einmal. Bitte wenigstens einmal. Wir sind beschäftigte Menschen, versteh doch. Was ist denn das für ein Spiel? Naja, das ist so ein Spiel ähnlich wie Mensch, ärgere dich nicht. Nur viel besser. Nein, es ist viel schlimmer. Mami, auch bitte helfen. Ja, ich werde dir helfen. Na komm schon, spielen wir es. Einmal. Ich bin nicht dagegen.
Gemeinheit. Prima. Also diese Decke muss runter und eine andere Decke rauf. Hm? Ich hol sie schon. Und der Tisch muss ausgezogen werden. Na los! Ich glaube, dass du jetzt sagen wirst, spiel das herrliche Spiel mal allein, ich muss weg. Du willst doch sicher weg. Nein, ich will nicht weg. Ich möchte mit euch Ralle spielen. Nun, wenn nicht heute, dann später. Heute nicht und später auch nicht. Ich bleibe bei euch. Wie viel? Eine 5. Dann kann ich auf die 60, ja? Genau. Also... auf die 60. Auf die 60. Das ist hier. Ja, du hast es schon begriffen. Also hierhin. Und wer ist jetzt dran? Mama. Mama. Ich kann dich aber nicht mehr anders ansehen. Du wirst dich dran gewöhnen müssen. Na, meinetwegen. So, und jetzt sei lieb und schließ mir auf. Geh erst mal allein raus. Ich komme dann ein bisschen später nach. Ist da jemand? Oskar, die wissen, dass wir hier sind. Ach, die probieren es nur mal. Aufmachen, wenn jemand drin ist. Niemand hat was entdeckt. Die versuchen es bloß, dann lassen sie es. Ladinka, du machst sofort auf und kommst heraus. Unsere Mutter. Komm sofort raus, lange warte ich nicht mehr. Was macht denn unsere Mutter hier? Ich werde alles dicht machen, die können uns gar nichts. Da schiebt jemand Klamotten durchs Kabuff, hört sich verdächtig an. Ja, Bagage! Nicht doch. Das ist die letzte Warnung oder es setzt was. Es war mir gleich unheimlich, als sie jeden Abend mindestens dreimal von irgendeinem Oskar sprach. Aber jetzt weit dazwischen! Das ist doch zu blöd. Oskar und Lada haben sich im Lager eingeschlossen. Dummerweise ist ihre Mutter gekommen. Sind die verrückt? Solche Späßchen treibt ein vernünftiger Mensch doch erst nach Feierabend. Diese Tür muss aufgebrochen werden. Die Kosten übernehme ich. Immer noch. Ah, keine Sorge, wir sind hier ganz leicht. Ja, ich verlaufe es. Dann darf ich nicht zulassen, dass ich die Leute hier so einsperren. Ich weiß nicht. Sie gehen zu Ihrem Stand, Sie gehen an die Kasse und Sie gehen zu Ihrem Flaschen. Und du lädst an der Rampe ab, was du gebracht hast. Und was haben Sie hier zu suchen? Ich rühre mich nicht vom Fleck, bis ich meine Tochter wiederbekommen habe. Sie bekommen Ihre Tochter wieder, hier verschwinden keine Töchter. Aber der gute Ruf einer Tochter ist hier schnell weg. Unser Kollektiv ist moralisch sauber, das möchte ich mal betont haben. Im Übrigen können Sie keinesfalls hier bleiben. Hier ist für Unbefugte der Zutritt verboten, also bitte. Geben Sie mir die Ladjana, dann werde ich sofort gehen. Auch meine Geduld ist irgendwann mal zu Ende. Zwingen Sie mich nicht, Gewalt anzuwenden. Ich habe gesagt, ich gehe nicht und ich gehe auch nicht. Wie gesagt, auch meine Geduld ist nicht unbegrenzt. Und Sie bilden sich wohl ein, ich lasse mir alles gefallen. Sie wollen sich doch nicht mit mir rumprügeln. Herr Gott, ich will ja nur mein gutes Recht bekommen. Sie greifen gar nichts bei mir. Du! Sie dürfen Ladjana nicht schlagen, ich bitte Sie. Du hast mir gar nichts zu bitten, du Lümmel. Marsch fort mit dir und du nimmst deine Mantel, die Schuhe und die anderen Sachen und dann gehen wir. Was heißt denn gehen wir, liebe Frau? Noch ist nicht Feierabend. Von wegen hier ist noch nicht Feierabend. Für uns ist Feierabend. Für immer. Ich lasse meine Ladjana nie wieder in ihren Sauladen gehen. Was denn nun? Also sagen Sie mir bitte, was mache ich denn jetzt? Das würde ich selber gerne wissen. Guten Tag. Einen schönen guten Tag. Ich hoffe, dass Sie nicht schon lange Nein, waren. Nein, überhaupt nicht. Wir hatten hier ein kleines Betriebsdrama. Ach du lieber Schreck, da geht's schon weiter. Sie lassen Ihre Finger davon. Aber es ist doch ziemlich schwer. Ich weiß auch nicht, wie ich schon eine weg davon. Damit wir alles besser lassen, die Begrüßung wird er nie vergessen. Vorwärts, Ladjana, lass uns endlich hinter uns haben. Wenn Sie mich erst näher kennen, denken Sie gleich besser Nein, über mich. Nein, das Bild der Schande verreibst du nicht mit Sand. Das bleibt an dir hängen. Wer ein unschuldiges Mädchen verführt, der sieht immer hässlich aus. Aber wieso denn verführt? Und da ist doch gar nichts gewesen, außerdem bin ich Sie hier reinlassen. Denkst du denn, ich habe keine Augen, um zu sehen? Und wenn nichts gewesen ist, warum habt ihr dann die Tür nicht aufgemacht? Du musst nicht hier herumstehen und lange Ohren machen. Das ist doch nichts für dich. Aber und komme ja nicht zu uns. Und solltest du es doch wagen. Ich sage dir, du fliegst sofort wieder raus. Oh, du schamloser Kerl, du schamloser. Oh Gott. Verflucht. Keine Bange, Oskar, das geht wieder vorbei. Die Ladjenka kommt schon wieder zurück. Oh, Sie brauchen mich nur wirklich nicht zu trösten. Gerade Sie brauchen das nicht. Sie haben mir doch alles eingerührt. Ja, aber wieso denn ich? Ja, wer wollte denn dauernd ins Weinlager? Wer denn wohl? Dabei habe ich Ihnen gesagt, warten Sie einen Moment. Aber Sie konnten ja nicht warten. Sie nicht. Aber ich habe gewartet, Oskar, ich habe. Ja, ja, natürlich. Eine Weile haben Sie gewartet. Aber dann der Alten aufs Brot geschmiert. Das ist nicht wahr. Ich habe zu keinem Menschen ein Wort gesagt. Oskar, glauben Sie mir doch, ich habe wirklich nichts gesagt. Jetzt nicht auch noch schwindeln. Jetzt nicht auch noch schwindeln. Von irgendjemandem muss sie es ja wissen. Da sehen Sie es. Darf man fragen, was eigentlich geschehen ist?
Er hatte sich mit einem Mädchen eingeschlossen. Ausgerechnet, da ist die Mutter gekommen und hat die beiden erwischt. Sie sollten nicht so böse auf ihn sein. Er ist ganz durcheinander. Das bin ich gar nicht. Überhaupt nicht. Er tut mir nur furchtbar leid. Soll ich zu ihm gehen und ein paar Takte mit ihm reden? Und was wollen Sie ihm sagen? Das weiß ich selbst nicht. Ich wollte Ihnen helfen. Wollten Sie etwas einkaufen? Ja, ein paar Sachen fürs Abendessen. Und was fürs Frühstück? Soll es ein kaltes Abendessen werden? Ja. Soll ich Ihnen was aussuchen, wie immer? Ich bitte darum. Michala! Ahoi. Guten Abend. Guten Abend. Mami, ich komme dann gleich nach oben, ja? Willst du uns nicht bekannt machen? Das ist Bogdan, das ist meine Mutter. Ich freue mich. Vielen Dank, ebenfalls. Sag mal, willst du deinen Freund nicht nach oben bitten? Ich kann leider nicht, muss gleich weg. Aber wenn nicht heute, dann würde ich Sie gern später mal bei uns begrüßen. Übermorgen, wenn nicht schlechter, hat Michala kein Training. Ja, übermorgen sehr gern. Also abgemacht, dann übermorgen. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Dein Bogdan ist ein sehr sympathischer Junge, finde ich. Ich glaube auch, dass er recht intelligent ist. Jedenfalls macht er den Eindruck, wenn man ihn so sieht. Du hast ihm aber auch gut gefallen. Maminko? Beim Essen wirklich geredet? Sehr richtig, Petja. Beim Essen darf nicht geredet werden. Oskar, wenn du so weitermachst, übernimmst du dich noch. Hör zu, Olina. Ich müsste ganz kurz was mit dir bereden. Ich habe schon gehört, du hattest dir gestern eine Supershow. Wie man sagt, war es eine ganz heiße Nummer. Es war reichlich trübe für mich. Und Ladjenka ist heute früh ja nicht mehr angetanzt. Und ich war wieder wie üblich nicht dabei. Passiert selten was in diesem Schuppen, aber wenn was passiert, habe ich die andere Schicht. Olina, ich müsste eigentlich bald zu ihr rausfahren. Wenn du meinst, na dann fahr doch zu ihr raus. Aber danach musst du mir genau erzählen, wie es war. Haben Sie Cremerollen? Falls wir Cremerollen haben, liegen sie im Regal. Und wenn keine da sind, haben Sie eben Pech. Aber ich kann da nicht so alleine hinkommen. Es müsste schon irgendeine Frau dabei sein. Wieso muss denn eine Frau dabei sein? Wieso? Da ist der Vater, sind die Brüder, ist der Hofhund. Also muss jemand als ihre Freundin ins Haus gehen und sie zu mir rausholen. Und du meinst, das soll ich sein, diese Freundin? Oh ja, du bist doch immer voll da. Du kriegst das eiskalt hin, es gibt keine bessere als dich. Und wann willst du da rausfahren? Heute Abend. Ach, dann tut es mir sehr leid, heute ist das einfach nicht drin. Heute will ich mich mit einem ganz tollen Typ treffen. Ist ein Schwachstromingenieur. Er fährt einen ganz irren schwedischen Wagen, der Scheibenwischer an den Scheinwerfern hat. Oh Mensch, das ist ja ganz fantastisch. Das ist ganz fantastisch. Die wohnen nämlich 40 Kilometer vor Prag. Und ich habe bisher noch nicht gewusst, wie ich da rauskomme. Oskar, da muss ich dich leider enttäuschen, das geht nicht. Warum nicht? Französischen Käse haben wir im Moment nicht, aber nehmen Sie dafür doch Platiner Gold. Der ist genauso, bloß billiger. Warum nicht? Dieser Ingenieur ist nicht behandelt und bringe für Sie ein Einreisevisum. Visum? Was für ein Visum? Die Tür steht Ihnen nun offen, sie hält. Schmeißen Sie mich nicht raus? Da sie allein ist, kann sie auch niemand rausschmeißen. Ja,
Ja? Ja, sie ist wirklich allein. Na ja, dann gehe ich. Aber da ist noch was. Hoffentlich speist sie mich nicht raus. Wie ist das? Will sie ihn haben? Ob sie ihn haben will. Aber will sie ihn auch so sehr, dass sie keine Angst mehr vor Schwierigkeiten hat? Sie denkt nicht daran, im Moment nicht. Daran sollte der Mensch immer denken. Ich würde sagen, besser nicht, sonst verändert er nie etwas. Aber er sollte über sich selbst Bescheid wissen. Irgendwann weiß man das auch mal, aber bis dahin muss man eben seine Erfahrungen sammeln. So lernt er es schließlich sogar, Entscheidungen zu treffen. Und wird es dann dadurch leichter für ihn? Nein, leichter wird es nicht, vor allem, weil er dann auch an andere denken muss. Aha, zum Beispiel an seine Kinder. Ja, die bringen Verantwortung. Dann sollte man sich vielleicht vor sich selber niemals Kinder anschaffen. So schlimm ist es nicht. Kinder können sehr vernünftig sein. Also auch dieser Mensch kann dann manchmal frei über sich entscheiden. Kann diesem ausweichen und zu jenem, was gut für ihn ist, ja sagen. Ist noch etwas Platz für unser Gepäck frei? Unser Gepäck? Euer Gepäck? Unseres. Wir fliegen nämlich aus dem Familiennest. Entschuldigen Sie bitte, Frau Anna, seien Sie nicht böse. Ich bin nicht böse und ich habe nichts zu entschuldigen, Lada. Das sind meine Leute. Hin sein. Ladjana! Ladjana! Losfahren, volle Pulle mit ganzer Kraft voraus. Die mit ihrem Trecker können unseren Flitzer nicht einholen. Ladjana! Ich kann nicht. Die Mamika sucht mich doch so. Ladjana, wohin willst du? Ich bitte Sie, fahren Sie. Oskar, nehmen Sie das nicht so tragisch. Die Ladjanka kann nichts dafür. Was bin ich Ihnen schuldig? Mir? Nichts. Nichts. Da danke ich Ihnen vielmals. Gute Nacht. Gute Nacht. Dieser Ausflug hat ein trauriges Ende genommen, nicht wahr? Der Junge tut mir leid. Und das Mädchen? Sicher, das tut mir auch leid. Sie haben recht, bei mir kam wieder mal das Weibliche durch. Passiert Ihnen dann und wann auch so etwas? Was? Na, dass Sie sich etwas vornehmen, um es dann wieder zu lassen. Warum fragen Sie? Ich möchte Sie eigentlich von früh bis spät fragen. Wonach? Nach allem.
Das lassen Sie lieber sein. Würden Sie mich nach Hause fahren? Müssen Sie nach Hause? Das Ausfragen fängt also schon wieder an. Das Ausfragen hat bei mir keinen Anfang und kein Ende. Müssen Sie nach Hause? Grüß dich, Michalka. Grüß dich. Petja schläft? Ja. Was ist denn das für ein Film? Da ist eine Frau, die immer allein zu Hause rumhockt, weil ihr Mann immer in den Betrieb läuft. Sie versteht es ja, aber rennt auch dann hin, wenn er gar nicht müsste. Sonst gibt's nichts Neues? Eigentlich nicht. Wie ist es bei euch gelaufen? Nicht gut. Oskar wollte das Lada von ihrer Familie weggeht, aber sie hat dann Angst gekriegt. Da seid ihr allein zurückgekommen? Ja, so war's. War noch jemand mit? Nur wir beide. Und unser Chauffeur, der Besitzer von dem Auto. Ist dieser Mann ein Bekannter von Oskar? Nein. Ein Bekannter von dir? So ungefähr. Kenn ich ihn? Nein, du kennst ihn nicht. Kennt ihn der Vater? Der Vater kennt ihn auch nicht. Woher kennst du ihn? Er kauft bei uns ein. Was hat er verlangt? Nichts. Das ist aber komisch. Ist das nicht komisch? Was findest du denn daran so komisch, hm? Ich meine nur, jetzt verstehe ich, warum du gestern zu Bogdan so nett warst. Oskarek, merkst du nicht, wie gespannt ich bin? Also, wie ist es gewesen? Tatsache, es war ganz toll. Verschwinde hinter deinen Ladentisch, ja? Ich verstehe, dass du eine mächtige Wut auf mich hast, aber denkst du, für mich war es leicht? Der Schwachstrommensch war ein harter Brocken. 2000 Volt habe ich gebraucht. Und trotzdem hat er noch nicht Klartext geredet. Pflegeleicht, der Mann ist unheimlich empfindlich. Diesmal schleppt er mich mit, damit ich vor seiner Familie Eindruck schinde und sie mich in ihren Kreis aufnehmen. Das ist unheimlich wichtig. Immerhin musst du bedenken, das habe ich in mühsamer Kleinarbeit schon seit Weihnachten vorgebastelt. Das kann ich jetzt nicht einfach verschieben. Aber wenn du warten würdest, nächste Woche, da würde es sich gut machen lassen. Ja, ich will ja zurück. Der war Ringkämpfer. In der Mannschaft vom Kohlenlager. Erst nächste Woche, das halte ich nicht aus. Ich bin ja schließlich auch nur ein Mensch. Es tut mir leid, Oskarek, aber ich bitte dich, denk dabei auch ein bisschen an mich. Ich bin schon fast 22 und noch immer ohne festen Mann. Tiefländer ist noch nicht eingetroffen. Kommen Sie nachmittags vorbei. Guten Tag, Oskar. Na, wie geht's uns denn? Ahoi, Olli. Also der Oskar. Also der ist ja fix und alle. Er will unbedingt da rausfahren und sich ein paar einfangen. Ladjena ist nicht gekommen. Ach wo, mit der ist doch vorbei. Ihre Mutter ist dabei, Ladjas Jungfernschaft vor der ganzen Welt zu behüten. Und ich fürchte auch vor Ladjenka selber. Ich möchte ihm ja gern helfen, aber wie? Jetzt belatscht er Susanna. Aber sinnlos. Das schafft er niemals. Der findet keine, die mit rausfährt. Er sucht jemand, der Ladjas Mutter überredet? Direkt hat er es nicht gesagt. Ich habe auch mal einen Menschen gesucht, der mir hilft, meine Mutter zu überreden, dass sie nicht mehr so gegen meinen Mann ist. So?
Und jetzt? Tut's Ihnen leid, dass sich jemand gefunden hat? Nein. Mutter vielleicht, mir überhaupt nicht. Wieso? Es hat doch ein schlechtes Ende genommen. Wenn ich diesen Mann nicht getroffen hätte, dann hätte ich nicht so viel Schönes erleben können. Ich hätte nicht meine Tochter, meinen Sohn. Ich hätte nicht einige Menschen, die ich sehr gerne habe. Na, was soll ich denn da bereuen? Hier, bitteschön. Oskarek. Ich möchte etwas mit Ihnen besprechen. Nur, dass ich keine Zeit für Sie habe und ich werde nie Zeit haben. Aber ich habe Zeit für Sie, Oskar. Was wollen Sie mir erzählen? Dass ich mit Ihnen fahren will. Und wohin fahren? Na, das ist aber eine Frage zu Ladjenka natürlich. Oh, jetzt haben Sie sich bekleckert. Stimmt das? Sie würden wirklich damit rauskommen? Ja, allerdings habe ich kein Auto. Ach, das macht doch nichts. Ein Auto lässt sich anschaffen. Sie würden wirklich mitkommen, ernsthaft, aber ja? Oskar, Sie kennen mich doch. Und warum machen Sie das? Ich habe doch bei Ihnen was gut zu machen. Na, dann, dann renne ich mal los, um uns ein Auto zu besorgen. Guten Tag. Guten Tag. Gibt es etwa weitere Komplikationen? Nein, ich habe mich nur zu einem kleinen Ausflug verabredet. Das ist alles. Doch wohl zu dem Mädchen. Ah ja. Und nun fehlt noch ein Auto, nicht wahr? Das stimmt. Sie können ihm sagen, das Problem ist gelöst. Das Auto steht. Ich habe ein Auto. Ja, ich weiß. Ich werde Sie beide hinfahren. Ein wahrer Menschenfreund. Und dafür bedanke ich mich. Also abgemacht. Na klar. Bist ein feiner Kumpel. Ja. Ahoi. 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 Oskar, haben Sie schon was? Bis jetzt den 3-Tonner für alle Fälle und ich suche weiter. Das brauchen Sie nicht mehr. Das Problem ist gelöst. Wir haben einen Skoda. Wieso, woher? Hm? Dort steht er. Wer ist das? Genau weiß ich das eigentlich selber nicht. Sie kennen ihn aber, hm? Eigentlich auch nicht. Warum will er uns dann hinfahren? Machen Sie sich keine Sorgen. Hauptsache, das Ding hat 4 Räder, hm? Dafür muss ich ihm bestimmt ein ganz schönes Paket hinblättern, was? Ich glaube nicht, dass er das will. Na, das wäre ja auch gar nicht die Frage. Und wenn es mich 5.000er kosten würde? Die Sache ist mir das wert. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie ich mich freue. Oh doch, das kann ich. Wir müssen allerdings unterwegs alle Fenster im Wagen aufmachen, damit ordentlich entlüftet wird. Ich habe nämlich aus Versehen gleich eine ganze Flasche Kölnisch Wasser über mich gekippt. Und das würde die Mutter dann sofort umhauen. Haben Sie nicht gesagt, dass Sie sich mit der Familie gar nicht treffen wollen? Ich bin wirklich nicht scharf darauf. Aber wenn die Alte zufällig dazukommt, der Mensch muss schließlich mit allem rechnen. Geht denn das überhaupt, mit allem zu rechnen? Noch nicht fassen. Fahren wir wirklich? Ja, wir fahren. Oh, Vorsicht! Ich darf mich nicht vorher so freuen, sonst bin ich am Ende noch enttäuscht. Haben Sie keine Angst, die Lada wird Sie schon nicht enttäuschen. Ja, das stimmt. Und auf die anderen, auf die kommt es schließlich nicht an. Nein, auf die kommt es nicht an. Die können mir gestohlen bleiben, den Buckel können Sie mir runterrutschen. Hey, stopp! Was ist los? Stopp den Wagen wenden und sofort zurückfahren. Ja, warum? Ich habe meine Bücher zu Hause vergessen. Was denn für Bücher? Na, alle meine Sparbücher. Und die sind wichtig. Ich muss doch beweisen können, dass ich keine taube Nuss bin. Dass ich absolut in der Lage bin, eine Familie zu ernähren. Aber Sie kommen doch nicht wegen der Bücher, Oskar. Das ist noch gar nicht so ganz sicher. Außerdem gehen die übrigen Sie nichts an. Das haben Sie selber auch gesagt. Auch das ist noch gar nicht so ganz sicher. Ich würde am liebsten alles in Ruhe klären. Nur wenn das nicht geht, na dann bitte. Und dazu sind die Sparbücher so wichtig. Ob die wichtig sind? 28.000 Kronen wären nicht wichtig? Das ist ja gut und schön, aber wir... Also, wollen wir nun zurückfahren, oder? Ja, das wäre sehr freundlich. Ich danke Ihnen vielmals. Sie bitte die Scheinwerfer aus, die Scheinwerfer ausmachen. Das da ist das Haus. Am Zaun, da steht ein Nussbaum. Daran erkennt man's. Ziemlich dunkel hier.
Das Beste, Sie fahren ein Stück weiter. Ich sehe inzwischen mal nach. Ich gehe erst mal rein, für alle Fälle. Aber haben Sie gar keine Angst? Die werden mich schon nicht auffressen, aber zur Sicherheit, Sie können ja ein Stück vorfahren. Und wenn was sein sollte, Sie müssen nur pfeifen, ich bin sofort da, wie die schwarze Hand. Guten Abend, Ladjenka. Ja. Guten Abend. Guten Abend. Du bist allein im Haus? Ja. Unsere Leute, die holen gerade Fliesen. Wir wollen ein Badezimmer bauen. Dann könnte ich dir also jemanden hereinbringen. Ja, ja, vielleicht, ich weiß nicht. Ich rufe ihn. Nein! Wo ist er? Er steht vor dem Haus. Ich wollte gerade an ihn schreiben. Einen Brief. Den kannst du ihm gleich persönlich übergeben, hm? Ich bitte Sie sehr. Was soll ich denn nun machen? Lada, du hast ihn doch gern. Sehr? Die werden es vielleicht komisch finden. Aber es ist nun mal so. Oskar ist mein erster Freund. Was soll daran komisch sein? Na, weil ich... Ich bin doch schon 22. Ach, du Dummerchen, das ist doch wunderbar. Halt ihn fest und lass ihn nicht mehr los. Die unsrigen wollen es aber nicht. Du willst ihn doch heiraten, nicht sie, hm? Wenn es doch nur nicht so schwierig wäre. Ja, ich weiß. Immer wird's schwierig sein. Ich sag ihm Bescheid. Was war los? Warum kommen Sie ewig nicht wieder? Ich habe Oskar Röck. Du, sehr fein ist das nicht von dir. Nun sag doch, ob alles in Butter ist. Verzisch dich oder ich mach Würstchen aus dir. Sturer Ochse. Ich bitte Sie, sagen Sie nichts zu den Mädchen. Von Ladjenka? Nein. Überhaupt von allem, was gestern war. Versprechen Sie mir das. Ja, ich verspreche Ihnen das, Oskar, aber ich... Und ich will auch niemals, nie wieder... davon hören. Dieser Affe tut so, als ob er seine Zunge verschluckt hätte, und ich sterbe fast vor Neugier. Olinka, du musst nett zu ihm sein. Er ist ja völlig am Boden. Heißt das, er hat was einstecken müssen? Die Kundschaft wartet auf dich. Ist er vielleicht sogar von denen verdroschen worden? Vor allem musst du deine Kunden bedienen. Denkst du, ich werde es nicht doch aus ihm herausholen? Geh jetzt bitte an deine Arbeit. In der Stimmung bediene ich nicht gut. Ich werde dich noch mit den Beinen an den Ladentisch binden müssen. Sie machen ein Klima in der Kaufhalle. Wie soll denn da ein Mensch gut arbeiten können? Was? Also bitte? Wir hätten gern 200 Gramm Emmentaler. 200 Gramm Emmentaler. Und zwei Würstchen. Und 200 Gramm italienischen Salat. Italienischen. Was wollten Sie gleich? Kompott, Ananaskompott. Was wird aus den Würstchen? Ja, die auch. Ach. Und 150 Gramm Budapester. Bitte schön. Das Ananaskompott. Ist das alles gewesen? Noch den Italiener. Und den Budapester. 27. Macht 66,50. Staatliche Handelsinspektion. Das war ein Kontrolleinkauf. Wir werden alles in den Korb zurückpacken, um es exakt nachzuwiegen. Und Kollegin, rufen Sie den Kaufhallendirektor bitte. Wir machen eine Eintragung. Susanna, hol den Chef, wir haben eine Kontrolle. Kollege Karas! Wo ist der Kollege Karas? Was ist denn los? Da ist eine Kontrolle gekommen von der staatlichen Inspektion. Bei wem waren Sie? Bei Ihnen. Das heißt eigentlich bei Olina. Ich hole schon den Chef. Ich bitte um Verzeihung, hab's eilig. Die spinnt. Olina. Die beiden waren von der staatlichen Inspektion. Oh, sag gerade, das ist aber blöd.
Ich will bloß hoffen, dass du dich nicht verrechnet hast. Na, ganz sicher, ich war doch nicht voll da. Meine Damen, ihr kommt jetzt mal schön mit. Maria, du vertrittst hier, ja? Bitte. Also, das Mädels, das sind die Genossen von der staatlichen Inspektion. Die aufpassen, dass bei uns alles in Ordnung geht. Susanne, du kannst gehen. Das ist die Kollegin Holubowa. Guten Tag. Und hier ist die Kollegin Skamuk, der Vorabend. Wer von euch hat bedient? Ich, Anna, fängt erst mit ihrer Schicht an. Nun, dann nehmen wir uns zuerst einmal den Budapester vor. Also, hier fehlen 15 Gramm. Naja, aber schwach genau gesehen. Es sind 15 Gramm, ganz präzis. Sagen Sie, Kollegin, wie konnte das passieren? Oh, vielleicht habe ich irgendwie die Waage angestoßen. So, das halten wir fest. Ich nehme nun den italienischen Salat. Hier haben wir im Gegensatz zu eben 20 Gramm zu viel. Jetzt verstehe ich, sie will zu Oskar ziehen. Habe ich recht? Olena, pass lieber auf. Ach, ich passe ja auf. Beim Italienischen waren es 20 Gramm zu viel. Na also, das gleicht sich doch aus. Was gleicht sich aus? Was beim Budapester zu wenig war? Kollege Karas, ich bitte Sie, darf ich schnell mal weg? Nein, du kannst jetzt nicht weg. Mach dich nicht so breit, du Träne. Oskarek, Sie haben mich zu Hause rausgeschmissen. Die Fische hier müssen sofort verkauft werden. Sie fangen schon an zu stinken. Bei zwei Positionen hat etwas gefehlt, bei zwei anderen wieder war etwas zu viel. Nicht richtig berechnet. Geld macht das? Exakt 4,50 minus. Sie müssen nicht rausgeben. Denkst du, das geht so einfach? Es geht nicht so einfach. Das hat ein Nachspiel, du bekommst einen Verweis. Erzähl, Olena, was war denn nun? 4,50 minus, ganz exakt, wegen so einer Kleinigkeit, so ein Aufriss. Es wundert mich nur, dass du sie nicht erkannt hast. Die Frau hat schon vor 15 Jahren in den Geschäften rumgelungert. Das ist durchaus möglich, nur dass ich vor 15 Jahren leider noch in den Schulhort gegangen bin. Oskar, wo ist die Lage? Ich weiß nicht. Was denn? Sie interessiert dich wohl gar nicht mehr. Genau das, jawohl. Ach, hier bist du. Lajenka, wein doch nicht. Oskar will nichts mehr von mir wissen. Aber Kindchen, das ist nur im Augenblick. Glaub mir, der überlegt sich das noch. Der nicht. Der überlegt sich nicht. Für den ist alles vorbei. Nicht mal angesehen hat er mich. Du bist also von zu Hause weg. Die Mutter hat mir gesagt, sie wäre mit mir böse, weil ich ihr entgegengetreten bin. Und deshalb sei es aus. Und für mich wäre kein Platz mehr bei uns. Und du weißt nicht, wo du jetzt hingehen kannst, hm? Na, Ladjenka, wann feiern wir Hochzeit? Hm. Hör doch auf zu weinen, Ladjenka. Ist das etwa der Oskar Willer, weil man nicht mehr? Na, der gefällt mir. Den Typ knöpfe ich mir vor. Kollege Karas, sofort. Einen Augenblick. Auf Wiedersehen. Wie stellst du dir das vor? Es ist eine Schande für die ganze Kaufhalle. Chef, das ist nicht schön von Ihnen. Das Mädchen, das heult wie verrückt. Und Sie lesen mir die Leviten nur, weil ein bisschen Salat gefehlt hat. Wer heult wie verrückt? Die Ladjena und ist total am Ende. Der hat jemand die Ehe versprochen und will's nicht halten? Sie als Chef müssten mit ihm sprechen. Mit wem denn? Na, mit Oskar. Auf Leitungsebene müssen Sie das lösen. Sie müssen es ihm direkt anweisen. Das ist ja großartig. Du hast eine Vorstellung von staatlicher Leitungstätigkeit. Ich kann doch nicht anweisen, wer mit wem oder so. Dann muss es die Gewerkschaft tun oder der Jugendverband. Du bist verrückt. Überlass das den beiden selber. Na, da kommt schön was bei raus. Oskarek, bleib mal stehen. Ich habe dringend was mit dir zu besprechen. Ich aber nicht mit dir. Die Tour zieht bei mir nicht. Nicht bei mir. Ist sie drin? Hm? Wie steht es um sie? Na, wie schon, sie heult. Ob ich vielleicht mal mit ihr reden sollte, man muss sie ein bisschen aufrichten.
Warten Sie noch, ich hole erst mal den Oskar. Da müssen Sie anstehen, die Olena ist schon im Lager. Oskar Reck, du gehst sofort zu ihr, sonst erlebst du was. Ich erlebe gern mal was. Oskar, entweder du machst, was ich dir sage, oder alle Mädchen in der Kaufhalle werden dir die Freundschaft kündigen, hörst du? Na, ihr könnt's ja mal versuchen. Ihr braucht mich nämlich, ich brauche euch aber nicht. Du Lump, du hast nicht verdient, dass es das anständigste Mädchen von allen ist. Das hättest du verdient, dass es ein Biest ist wie ich. Von mir würdest du einen Fußball kriegen, an den du ewig denken würdest. Bitte, und nun verzisch dich. Du stehst mir hier im Wege. Ach, du bist vielleicht eingebildet mit deiner Nase wie eine Gurke, dass ich so eine nehmen will. Das passiert dir im Leben nicht noch einmal. Du hast eine total verbogene Optik. Du solltest eine Brille tragen, du vergammelter Uhu. Du hast es gerade nötig. Die Brillenträger sind die einzigen, die dich überhaupt ansehen. Ich stehe hoch im Kurs. Lass doch den Unsinn, wir wollen ernsthaft miteinander reden. Gestern hast du Hilfe gebraucht und heute muss man der Lada helfen. Aha, die Lada hat sie hergeschickt. Hat sie nicht und du weißt, dass sie das niemals tun würde. Ja, sicher, das hätte sie niemals getan. Und wenn man sie nicht rausgeschmissen hätte, dann wäre sie auch nicht hier. Ja, vielleicht nicht heute, aber dann vielleicht morgen. Und du wärst ihr wegen gestern genauso böse. Das wäre ich. Und niemand kann das ändern, klar. Was jetzt? Für Diabetiker. Hörst du? Oskar, der Reis ist gleich an. Moment, Moment. Oskar, ich habe kaum noch Wein im Regal, aber wenn du stark beschäftigt bist, dann gib mir den Schlüssel. Ich hole ihn mir selbst. Moment. Wieso Moment? Du brauchst ihn mir doch nur zu. Ich habe einen Sack auf dem Buckel. Wie soll ich mir denn da in meine Tasche greifen? Ich habe nämlich von Natur aus nur zwei Hände, nicht vier. Zeig doch mal her. Nein, mach ich nicht. Zeig doch mal. Sag mir wenigstens, was du gemalt hast. Dann schlage ich vor, wenn du zu mir kommst, sagst du. Wieso, wohin komme ich denn? Ins Weinlager. Wie stellst du dir das vor? Du musst nur einfach hinkommen. Ladinka, wiege für den Herrn 100 Gramm ab. Ja. Du, ich warte dann auf dich. Dürfte es ein kleines bisschen mehr sein? Oh, bitte, bitte. Es sind 300 Gramm geworden. Oskar! Ich habe mich inzwischen beholfen. Ich komme nachher. Ach, ich bring's schon hin. So wie ich die Zeit dafür habe. Aber bestimmt nicht vergessen, ja? Ich doch nicht. Pack die Ladung Brot und erst mal hierher. Ist dir was kaputt gegangen? Nichts. Jetzt bist du ja doch hier. Ich freue mich. Aber ich muss gleich wieder gehen. Und ich dachte, warum denn nur? Immerhin könnte mich jemand suchen. Und wenn schon, das macht nichts. Hier werden sie dich bestimmt nicht finden. Musik.
einen guten Tag und Freude an der Arbeit. Und womit kann ich dienen? Ich bin nicht hier, weil ich etwas kaufen will. Ich will mich nach unserer Lada erkundigen. Ah, Sie sind die Mutter von Zürich. Sehr richtig, ich bin die Mutter. Ist meine Lada nicht da? Doch, sie ist da. Sie musste bloß mal nach hinten, um nach Ware zu fragen. Tschuschka, lauf mal und such Lada. Ihre Mutter ist hier. Guten Tag. Ich sage ihr, sie soll sich beeilen. Danke. Naja, also, ich hoffe doch, dass Sie mit meiner Ladjenka zufrieden sind. Sie ist von Haus aus ein sehr fleißiges Mädchen. Sie ist auch hier hervorragend. Ja, ja. Ich bin nur Aushilfsweise an diesem Stand, aber ich weiß, dass alle sehr zufrieden sind. Na, das habe ich erwartet. Sie wollte ja nicht ins Fleischergewerbe. Nein. Schneiderin wollte sie werden. Davon hat sie geträumt. Schneiderin. Immer nur Schneiderin. Aber mein Alter hat dann ein Machtwort gesprochen. Wir haben nämlich keinen Sohn, müssen Sie wissen. Und einer muss halt das Handwerk übernehmen. Also... Oma, haben Sie nicht die Lada gesehen? Du, für dich bin ich noch lange keine Oma. Und wo ist denn die Lada? Weiß ich doch nicht. Ich danke vielmals. Oma. War die Lada vielleicht hier? Nein, die war nicht hier. Habt ihr eine Ahnung, wo die Lada ist? Ich habe sie noch nicht gesehen. Ich glaube, die finde ich nie. Da darfst du nicht hier suchen, du musst drüber ins Lager gehen. Ich verstehe nicht, wieso ins Lager? Die Lagerverwalter halten sich im Lager auf. Aber Lada ist doch kein Lagerverwalter. Kindchen, denk doch mal ein bisschen nach. Worüber soll ich nachdenken? Wenn dir nichts einfällt, kann ich dir auch nicht helfen. Ladjenka! Ladjenka! Was ist denn passiert? Dass ich das nicht begriffen habe, sie meint Oskar! Was ist los? Hast du es gehört? Hm? Was ist das? Ach, nichts von Bedeutung. Wahrscheinlich werde ich von niemandem besucht. Du wirst von niemandem gesucht? Hm? Von wem denn? Keine Ahnung, ich werde dauernd gesucht, den ganzen Tag. Ich bitte dich, komm, wir müssen gehen. Warum denn? Sag mir eins, bleibst du heute Abend hier? Ich hab's satt, immer bis zum Bahnhof zu laufen und zu winken, wenn du im Zug sitzt. Bitte sei doch nicht böse. Du kannst doch hier bleiben und deiner Mutter sagen, dass du bei einer Freundin schläfst. Da kennst du meine Mutter schlecht, das erlaubt die niemals. Ach, du bist doch über 20. Das ist dir egal. Dann fahr ich mit raus und red mal mit ihr. Ach, das geht schon gar nicht. Na dann, was soll aus uns werden? Ich habe nur immer Angst, dass sie hier in Prag in schlechte Gesellschaft, na, ich meine, an einen üblen Burschen gerät. Und dann würde doch gleich alles vorbei sein. Ein schlechtes Mannsbild ist von allen Krankheiten die schlimmste. Ehrlich, ich kann sie nirgendwo finden. Sie kann sich doch nicht in Luft aufgelöst haben, du musst noch richtig nachsehen. Aber das habe ich ja. Auch im Umkleideraum und auf der Toilette? Überall. Sie ist kein kleines Kind, das verloren geht. Das würde ich auch meinen. Und doch ist sie wie vom Erdboden verschluckt. Na gut, jetzt schmeiße du mal den Laden, jetzt gehe ich sie suchen. Hm. Noch ein klein wenig Geduld, es gibt so viele Flecke, wo sie sein könnte. Arbeitet bei euch hier ein gewisser Oskar? Oskar? Nein. Ach, der im Lager. Kennen Sie ihn denn? Und ist er heute auch hier? Er müsste hier sein. Ja, Herr sicher. Und wo finde ich diesen Herrn? Tja, überall. Ja. Oskar ist überall. Na, dann werde ich nach ihm suchen. Aber Sie sitzen so bequem, ich gehe. Und wer verkauft dann inzwischen die Fleischwaren? Oskar! Mädels, habt ihr nicht die Lada gesehen? Nein. Oma, Sie auch nicht? Nein, habe ich nicht. Wo steckt denn der Lagerverwalter? Ach, sag doch mal, ist bei euch vielleicht die Lada? Nein, die war nicht hier. Schönste aller Frauen, wo steckt denn bloß euer Lagerverwalter? Ach, das würde ich auch gern wissen. Ich brauche ihn, dass er mir Wein rausgibt. Kinder, ich muss noch andere Kaufhallen anfahren. Also weg kann sie nicht sein. Ich habe mir im Schrank nachgesehen. Ihr Mantel hängt noch da. Die braucht keinen Mantel. Der ist jetzt heiß genug. Was ist denn sowas möglich? Vielleicht sagt mir hier endlich jemand, wo diese Niete von Lagerverwalter herumkriecht. Ich habe überall nachgefragt, aber nirgendwo eine Spur von ihr. Da ist lediglich noch das Weinlager, wo ich nicht war. Aber was soll sie denn dort? Seien Sie so freundlich. Zeigen Sie mir den Weg zum Weinlager. Ich muss jetzt gehen. Ja, ja. Und du sollst mich nicht immer so ansehen, wenn du vorbeigehst. Wie sehe ich dich denn an? Na, du weißt schon.